Stopp den Irren. Und damit ist nicht Putin gemeint. Lauterbach gibt nicht auf. In der Bild steht, Lauterbach hält trotz des Debakels an der Impfpflicht fest, plant bereits den nächsten Anlauf. Der Minister zu Bild, um unnötige Opfer im Herbst zu vermeiden, werden wir weiter versuchen, bis zum Herbst eine Impfpflicht zu erreichen. Stoppt den Irren. 7. April 2022, Donnerstag.